Hey ho, let's go! Mahlzeit, Leute, und damit herzlich willkommen zu Sea of Seas! Yeah, das neue Projekt beginnt und ich würde sagen, Intro ab! Ja, und damit herzlich willkommen, Leute. Das neue Projekt ist am Start, Sea of Seas. Wie gewohnt, ein bisschen anders. Und zwar, Feli ist mit dabei, Gabby ist mit dabei. Die kommen dann nachher. Und noch mit dabei ist der Dicke. Der Dicke ist auch ein Let's Player, beziehungsweise YouTuber. Und wir werden das zusammen bestreiten, dieses Spiel. Es wird so laufen, dass bei ihm eine Folge laufen wird und bei mir eine Folge laufen wird. Bei ihm fängt es an, Montag, bei mir Dienstag, bei ihm Mittwoch, bei mir Donnerstag, bei ihm Freitag. Ja, so wird das Ganze ablaufen. Das schon mal im Vorhinein. Den Dicken werde ich dann unten natürlich verlinken in der Beschreibung. Und ich würde sagen, wir legen hier erstmal los und können uns einen Charakter auswählen. Das machen wir erstmal fix. Der Dicke kommt dann auch noch gleich mit dazu. Wir suchen jetzt erstmal hier einen Charakter aus. Mal gucken, wen nehmen wir da? Oh, ja, sieht ja lustig aus. Geil. Okay. Das ist eine Frau, okay. Oh, hier, harter Piratenjäger. Gibt's hier noch mehr? Eins markiert, neue Piraten erstellen. Ich glaube nicht. Oder? Bild 1, Bild aus. Doch, da, Bild ab und Bild auf. Kannst du noch ein paar auswählen. Mega. Also für alle PC-Spieler. Bild auf, Bild ab. Gibt's da noch eine Etage? Tatsache. Cool, cool, cool. Hier mit einer Narbe. Der sieht doch ganz fresh aus, Leute, oder? Den nehmen wir. Pirat ausgewählt, bist du sicher? Ja, wir gucken nochmal kurz durch, aber ich denke schon. Sie sieht auch cool aus. Oh ja, mit dem Fass da Bulle voll rum. Aoi. Ja, ich denke, der sieht ganz gut. Der ist ganz gut hier. Ja, der fresche Narbe im Gesicht, den nehmen wir. Salbe, Freunde der Sonne. Ja, grüß das mal. Verwirrt dich nicht auf der hohen See. Okay. Ja. Alles klar. Oh. Okay. Ach so. Yo. Jetzt ist erstmal der Typ dargestellt. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt ist. Ich nehme jetzt erstmal eine Galone. Na klar, das größte, es gibt komplette Kolonie mit Crew, da gibt es ja auch Abenteuer mit einer kompletten Crew. Ja, und da würde ich sagen, bevor wir das tun, Leute, warten wir erstmal, bis der Dicke dazu kommt, denn dann werden wir euch erstmal die Eindrücke zeigen. Ja, und das Zimmer wieder und der Dicke ist am Start, Leute.
Na moin! Yo, und wir haben jetzt nach ewigen Hin und Her mit Xbox Live, das ist ja, oh, das ist ja ekelhaft gewesen, oder? Das war ja echt. Auf jeden Fall. Oh. Haben wir es auf jeden Fall geschafft, dass wir jetzt zu zweit hier uns eine Crew erstellt haben und ja, warte auf Segel setzen. Arno, jawohl, wie sieht's Segel aus? Segel setzen. Alles klar. Geht los. Machen wir. Ich hab auch gedrückt. Ach, es passiert nichts. Du musst drücken, bestimmt, ja? Ey, ich hab gedrückt, Crew wird angeheuert und jetzt wird mehr umgewälzt und alter Schwede, das geht richtig los hier. Ey, jetzt geht's ab. Ah ja, oh. Willst du verschiedene Reisen für Münzen zu erstehen? Lass. Oh, okay. Das war ja ganz schön schnell. Es wird auf jeden Fall spannend. Ja. In naher Zukunft werden wir jetzt sehen, was uns erwartet. Ich bin sehr gespannt. Nach dieser nervenaufreibenden Geschichte mit dem Einrichten dieser Multiplayer-Party. Naja, egal. Es sollte ja auch, es gab ja auch Serverprobleme, wie ich mitgekriegt hatte am Anfang. Die Nacht oder in den USA auf jeden Fall gab es heftige Serverprobleme. Es müssen wohl so viele online gekommen sein, dass sie damit gar nicht gerechnet hätten. Okay. Ja, da kann man froh sein, dass wir auf jeden Fall zocken können. Ich sehe dich. Ja. Guck an. Wo bist du? Ach da, hallo. Ja, hallo. Hallo. Ja, okay. Cool. Erster Eindruck. Ja. Ganz schön düster. Ganz schön düster, wollte ich auch gerade sagen. Was haben wir hier? Geheimnisvoller Fremder, guck mal an hier. Was kann sie so? Mit Thies sprechen. The grog is pouring nicely today. Ich bin gerade Grog-Experte, was? Ja. Okay, sie wartet hier auf irgendjemanden, der heimkehrt mit Stolz und Ruhm. Aufregende, mysteriösen Reisen. No, remember to wash your tankard. Ne, die will mir hier Schnaps einschenken, die will ich betrunken machen. Das machen wir ja nicht, oder? Na vernünftig, na klar. Meinst du? Nein, wir wollten erstmal einen nüchternen Eindruck von der gesamten Situation. Ja, was sitzt hier nur rum bestimmt? Was haben wir hier? Guck mal an. Artikel 1. Ach, der Piratenkodex. Ach, guck an. Ah ja. Parley. Und so. Jetzt muss ich hier, kann ich das abbrechen? Okay, kann ich nicht. Doch. Ich sprech's mal ab, bevor es. Piratenkodex okay. Brauchen wir nicht. Wir sind Freibeuter. Ja, das stimmt, aber das hier scheint wohl diese, ja, ich sag mal, Hauptinsel zu sein, wo dann auch die übelste Party abgeht, dann wahrscheinlich. Hier sind bestimmt die einzelnen Händler, wie auch immer. Ah ja, genau. Hallo. Henry, der Sammler. Alles klar. Ich spreche mal kurz mit Henry. Sprich mal mit Henry, ja. Also ich glaube, Henry ist der Charakter, bei dem man dann tatsächlich die Schätze abgeben kann. Es gibt ja drei Arten von Aufgaben. Hm. Quasi einmal diese Schatzgeschichte, von wegen wir suchen irgendwelche Schatzkisten. Dann irgendwelche Bounty-Hunting-Dinger, wo man dann irgendwelche Köpfe von Skeletten bringen muss. Das wären dann hier diese Mystiker. Madame Oksana, quasi eins weiter, genau hier. Und dann gibt es ja noch dieses dritte, wo man irgendwelche Tiere fangen muss und so, ne? Die sind doch bestimmt auch hier. Ach so, die Geschichte. Na? Ja, da müssen wir ja welche Schweine fangen, gell? Und Schlangen. Und man kann die Schlangen wohl auch irgendwie mit Musikinstrumenten ruhig stellen oder so. Ja. Haben wir nicht Musikinstrumente dabei? Irgendwie muss man das. Ja, warte mal, müssen wir. Okay. Oh, warte mal, das ist mein Messer. Hier ist die Knarre. Ja. Messer, Knarre. Ich hab hier gar nichts, wenn ich E gedrückt halte. Nee, mit dem Mausrad. Ach so. Das ist ein E. Ach, E, ja, siehst du. Ja, da das ist ja auch Inventar, ne? Irgendwie schon, ja. Vielleicht I? Oh, hier, I. Oh. Na, nice. Cooler Beat. Auf jeden Fall. Sehr nice. Aber jetzt zur richtigen Frage. Wo ist das Rumglas? Das ist. wo ist das Rumglas? Oh, L ist die Lampe. Gucke an. L? Licht, L für Licht, das leuchtet ein. In der Tat. Und I wie Instrument wahrscheinlich. Dann vielleicht R wie Rumglas. Oh, das ist ein anderes Instrument. Was ist das jetzt her? Ja, nochmal I drücken. Ach so. Okay. Oh, das ist gut. Na Mensch. Das geht hart ab. Das ist okay. Hart. Okay. Vielleicht B wie Becher? Nee, B, ach, Bucket, Eimer, okay? Okay, hat's. Okay. B, Bucket? Ah, okay. Okay, okay, okay. Okay, wie auch immer. Ich glaube, wir sollten einfach erstmal noch ein bisschen weiter gucken. Also, ja, Startinsel. Hier geht's auch irgendwie hoch. Guck mal an. Was geht denn okay. hier?
Sieht nach einem Händler aus. Mit Trevor sprechen. Geil. F. Sei gegrüßt. Ja, moin. Trevors Angebot durch Stöbern. Das hört sich gut an. Ach ja, hier kann man tatsächlich irgendwelche Dinge kaufen. Ach, genau. Optische Anpassung an Kram. Ist jetzt nicht ganz so geil, weil ja keine Kohle und so, ne? Taschen sind leer. Ja, dann müssen wir auf jeden Fall zusehen, dass wir hier die Taschen füllen. Und zwar reichlich. Reichlich, reichlich. Am besten so voll, dass das Schiff fast untergeht. Auf jeden. Apropos Schiff, wollen wir uns das mal angucken, genau, oder was? Genau, passende Überleitung. Ah, hervorragend. So, ja. Ich denke mal. Aber die Grafik ist schon geil. Also es ist schon. Ist knuffig, ja. Es ja. Könnte mal hell werden. Dann sieht das, glaube ich, alles noch ein bisschen besser aus. Aber das ist wohl unser Kutter hier. Ich glaube, ich muss da nochmal an der Grafikeinstellung nochmal einen Ticken was machen. Ich denke mal, da kann ich noch was kitzeln. Ich denke mal, da geht noch was. Aber es sieht schon mega aus. Auf jeden Fall. So. Was haben wir jetzt hier? Das ist unsere kleine. Unsere Schaluppe, Schaluppe. Ja. Okay. Okay. Was haben wir hier? Ein Tisch. Kartentisch benutzen. Alles mit F. Ich will immer E drücken. Ah. Achso, da kann man. Ah, siehst du, da kann man jetzt hin und her scrollen, ja, okay. Jetzt sehen wir schon mal, wo wir sind. Und dann müssen wir hier. Okay, Nord-Süd, da ist ein Kompass da unten. Also, da wird zumindest das alles angezeigt. Okay. Nice, das ist sehr gut. Jetzt brauche ich nur einen Kompass. Na, vielleicht C? Nee, K? K nicht, ne? Nee. Egal, wird schon. Ich würde sagen, hier kommen Segel setzen und los, oder? Ja. Einfach mal ins Unbekannte und. Ja, dann, warte mal, Segel setzen hier, oder mal? Dann muss ich das da übernehmen, oder? Das Ding musst du erst mal runterbringen hier. Ich habe keine Ahnung, was man hier machen muss. Ich denke schon, Segel hängen, einstellen. Hier ist eine Glocke. Du setzt doch nicht die Glocke. Warte mal, ich muss jetzt mal. Hä? Segel? Na, irgendwas hier mit den Seilen. Ah, jetzt so. Also. Ich habe das gemacht, Captain. Jawohl. Ich habe das mal in die Hand genommen. Ich glaube, es geht schon vorwärts, oder? Nee. Warte mal. Wir müssen hier den Anker noch hoch machen, oder? Ah, Segelwinkel einstellen. Warte mal. Ich glaube, wir werden so hart scheitern. Oh, was? Du musst ans Steuer. Wir fahren. Oh, was? Geh du ans Steuer. Okay. Alter, was ist los? Ich muss hier aufpassen. Ich muss mal gleich in Felsen prallen, ja. Ja, genau. Land in Sicht. Also, da ist ein Felsenrelikt, ja. Oh, auf jeden Fall. Gott. Ach du meine Güte. Okay, so. Ja. Nice. Da vorne ist eine Insel. Ich würde sagen, wir steuern die Insel einfach mal an da vorne. Einfach mal ansteuern. Ja. Sehr gut. Hast du Rum dabei? Ich weiß es nicht. Ich habe meinen Rum-Tastenbecher, Glas, wie auch immer, noch nicht gefunden. Aber jetzt wird es inzwischen hell. Gucke mal an. Ach so, apropos Kompass. Ich sehe gerade, ich habe hier neben mir einen Kompass. Das ist nice. Jo, am Steuerrad so dran, mehr oder weniger. Hier ist auf jeden Fall ganz schön Seegang. Ja, ja. Ich koordiniere uns hier durch, Captain. Oh. Sehr gut. Oh mein Gott. Das ist auf jeden Fall ganz schön. Ganz schön lustig. Ja. Vor allem wird es auch extrem lustig bei diesem Wellengang, wenn wir mal schießen müssen. Warte mal, was ist hier? Das stelle ich mir, glaube ich, extrem cool vor. Ja, schon. Ich drücke jetzt mal hier auf die Kanone. Achso. Kann noch nicht. Achso, wir haben noch keine Kanonenkugeln, deswegen können wir die jetzt noch nicht laden. Ich glaube, die müssen wir hier irgendwo finden und das müssen wir dann alles einsammeln. Auch mit dem Holz. Wir brauchen dann auch Holz, dass wir hier alles verstärken und so. Aber nichtsdestotrotz, wir müssen ja dann auf die andere, auf die Crewmitglieder noch warten. Von daher. So ist es. Denn nachher werden noch Philly und Gabby mit dazu stoßen. Nur mehr oder weniger. Boah. Was geht hier ab? Ich bin hier gerade unterdeckt, das wackelt hier alles ganz schön. Krug erforderlich, um Grog nachzufüllen. Ich habe die Schnapsvorräte gefunden. Ich habe gedacht, du bist runtergefallen. Nee, noch nicht. Oh Mann, ja, noch nicht. Okay, aber wir nähern uns dem Land da vorne. Entweder musst du deine Segel einholen oder wirfst einfach einen Anker raus. Oh, was? Okay. Was? Animation. Okay. Sunken Grove, okay. Irgendwas ist hier wohl irgendwann mal gesunken. Pass auf, wir machen mal Segel einholen und dann gucken wir uns das mal an, oder? Ja, machen wir. Hier ist Dings. Darf einfach einen Anker raus, oder?
Anker raus, jawohl. Einfach Anker raus. Anker fällt. Oh mein Gott. Jawohl, das nenne ich mal in die Eisen gegangen. Okay, ich habe jetzt auch gerade direkt erstmal Erfolg bekommen hier. Okay. Kehrtwende-Manöver, Erfolg. Das siehst du. So, warte mal, jetzt ist die Frage. Wie kriegen wir jetzt, man muss doch die Segel aber auch irgendwie einholen können. Ich bin jetzt einfach mal ins Wasser gesprungen. Oh mein Gott. Okay. Achso, warte, dann komme ich da mal mit jetzt hier. Boah, ich muss. Bist du links oder rechts runter? Links. Da bist du, okay. Da ist ein Hai. Der sieht aber knuffig aus. Was, ein Hai? Oh mein Gott, ich hab den Hai angegriffen. Warte, ich mach mit. Oh mein wir Gott. Ficken, wir machen ihn alle. Na komm mal hin. Ach, da ist er. Er ist tot. Ja. Was ist denn das für ein Low-Bob-Hai, Alter? Der kann ja gar nicht. So, und was soll jetzt hier gesunken sein? Ich glaube, wir waren zu langsam. Wir sind einfach schon drüber geschossen. Ich glaube auch. Der ist bestimmt irgendwo da hinten, was da sein soll. Ja. Was mich wundert, ist, ich habe keine Ausdauer, Luftanzeige oder irgendwas. Vielleicht kann man einfach unendlich klettern. Ach so? Tauchen. Die Geschichte. Also, ich bin jetzt auf jeden Fall wieder auf dem Boot. Ich gucke jetzt hier gerade mal Segellänge einstellen. Ja, okay. Und wie kann ich das jetzt? Achso, mit W. Kann man das dann wieder hochklappen quasi? Ja, genau. W und S. Kannst du das hoch und runter nehmen. Okay, jetzt haben wir das quasi eingedingst. Und wenn man jetzt F. Okay, naja, würde ich sagen, rocken wir nochmal ein Stück weiter auf die nächste Insel, oder? Ja, da vorne würde ich sagen, da rechts, da so hin, da, oder? Auf die Insel hier vorne. Ja, müssen wir mal gucken. Ich denke mal, wirklich produktiv wird man dann tatsächlich erst unterwegs sein, wenn man dann wirklich mit den Leuten dann hier. Was? Ich wollte mitmachen, alles gut. Die Schatzaufträge dann quasi abarbeitet. Allerdings werden wir das dann sehen, wenn die dann quasi nachher alle am Start sind. Definitiv. So. Ich lenke hier voll ein. Arno, du musst jetzt einen Anker heraushauen gleich wieder. Okay, krieg ich hin. Okay. Ich sag dir, wenn. Sag mir, wenn. 3, 2, 1, los! Anker fällt. Achso, ich muss gedrückt halten. Oh mein Gott. Anker fällt. Oh, mach jetzt. Ja. Alles gut. Ja. Sieht gut aus. Schwenk gegen. Oh. Hervorragend. Ich würde sagen, ziemlich gut eingeparkt. Auf jeden Fall. So, ab ins Wasser. Was haben wir hier? Okay, ganz schön dreckiges Wasser hier auf jeden Fall. Ich weiß, wobei, so, es geht. Auf jeden Fall. Okay, so was haben wir hier? Hier ist irgendwas kaputt. Irgendein Boot. Das ist bestimmt einer schon, hat sich auch schon mal verlaufen. Ich höre hier irgendwas Schlangenmäßiges, ich oder? Auch. Ich auch. Ach, da hinten, guck mal, eine Kobra. Komm mal her. Oh, eine Kobra. Auch hier? Soll ich mal hingehen und Hallo sagen? Nö. Prof. Das ist aber eine ganz schön widerstandsfähige Kobra, muss man schon mal sagen. Okay, ich schieße natürlich voll daneben. Das war doch ein kompletter Headshot. Die kann das ab. Jetzt ist sie down, gucke an. Okay, und die spawnt einfach direkt weg, okay. Aber guck mal, hier gibt's Kisten mit Kanonenkugeln und Holzbrettern und Kram. Da kann man hier Zeug mitnehmen. Kanonenkugeln. Jo. Sollen wir die gleich mal ins Schiff tun? Nee, ist das. Ja, nee, brauchen wir nicht. Wir haben dann eh bestimmt ein größeres noch. Ja, ne, ich denke mal, wenn wir dann nachher vollständig, vollzählig unterwegs sind, dann geht das los hier. So, aber. Gucken wir hier nochmal kurz rüber, ja. Hier hängen irgendwelche lustigen Kugeln, Mann. Oh Mann. Krass. Orange, grün und orange, okay. Also das könnte ich mir bei Nacht cool vorstellen. Mhm. Hier gibt es noch mehr Vorräte. Guck mal, alles, na gut, alles Holzbretter. Nehmen wir mit, Holzbretter. Oh, Munitionskiste, was ist eine Munitionskiste? Benutzen. Das passiert nichts. Wenn ich doch, das ist eine Munition für deine Waffe. Ah, okay. Aber ich weiß nicht, kann der immer nur diese 5 Schuss einnehmen oder was? Ja, offensichtlich. Ist natürlich jetzt nicht die Wucht, ne? Nee. Aber das Schwert hat vorhin ganz schön reingehauen gegen den Hai, muss ich sagen. Vielleicht konnte der Hai auch einfach nur nichts. Wow, oh mein Gott, okay. Schlange. Jetzt ist die Frage, was passiert, wenn man sich jetzt hier, wenn man mit der Schlange jetzt hier Stress macht? Warte mal, Warte mal. Ah! Das ist entspannt. Wie geil. Und jetzt ballert sie ab. Okay, juckt sie aber nicht wirklich. Okay, aber sie bleibt cool. Doch, einmal frei. Okay, noch Hammer.
Sehr gut. Hier sind noch mehr Holzbretter, Kanonenkugeln. Achso, man kann offensichtlich nur eine maximale Anzahl an irgendwas mitnehmen. Warte mal. Ja, das ist schon. Das ist schon cool. Mega geil, ey, ohne Scheiß. Das war euch. Was? Hör was? Skelette oder so, oder? Okay, wo? Hier unten kommt einer. Oh, der hat sogar eine Muppe. Eine Machete. Nee, Dings hier. Knarre, wie auch immer. Wachen weg. Und Schwein! Oh ja, oh was, ein Kleid drauf. Hier, das noch rein. Oh was, also. Ah. Nein, komm noch eins. Oh, was ist denn jetzt hier, Alter? Hier geht's aber richtig ab. Nee, jetzt ist bestimmt was Fettes zu lieben. Meinst du? Na klar. Naja, ich glaube, ohne Schatzkiste, ohne Schatzkarte werden wir jetzt hier nicht wirklich erfolgreich sein, irgendwas zu finden, oder? Ich renne dem Schwein hinterher. Nein, mach's nicht. Okay. Oh, komm mal her. Ich komm mal her. Schon wieder ein Erfolg freigeschaltet hier. Noch ein Korpus. Guck mal da unten, Na? Da ist Wasser und eine Schatztruhe. Siehst du das? Schatztruhe? Ja, komm mit. Ich komm mal mit. Oh, da war eine Kobra. Da ist eine Kobra. Warte. Ich kann nicht. Irgendwie macht die nichts, glaube ich. Okay. Nee, schade. Alles gut. Also irgendwie sind die Tiere wohl nur dazu da, hier irgendwie dumm rumzustehen oder so. Okay, dann rennen wir einfach vorbei. Oh, die hat gespuckt. Was? Die hat gespuckt. Da kam gerade irgendwelches lila das Gift raus. Ja, oder sowas. Mich hat's auch erwischt. Ich hab was. Scheiße. Ich hab was unten links gekriegt. Oh, ich auch. Was ist denn jetzt? Ich sehe alles lila. Okay. Es pulsiert. Ich bräuchte mal eine Banane. Hab ich Bananen? Das ist der Eimer. Das ist ja. Nee. Bananen B. Du hast auch B gedrückt, gell? Ja. Ich glaube, ich sterbe. Was? Oh, nee. Nee, alles gut. Okay. Ich bin gerade noch so am Leben. Pass auf. Hier, Bananen. Hier, Bananen. Hier. Ich brauche mal eine. Ja, komm her. Hier sind vier Stück drin. Nimm sie dir. Na, brauchst du keinen oder was? Nein, nö. Nimm sie dir. Ich habe nur ein kleines Stück verloren. Ich habe es in der Hand. Linksklick. Okay, reingesnackt. Ja, ungefähr ein Drittel bringt eine Banane. Okay. Ja, nice. Okay, da ist wieder das Schwein. Wo ist die Schatzkiste? Hier oben. Ach da, gucke an. Krass. Ja, na fett. Wer wollen wir mitnehmen oder was? Eingesackt. Na los, dann auf geht's. Mitnehmen und dann bringen wir die erstmal zur Base zurück, oder? Na, ich weiß nicht, wie ist denn das dann, wenn wir dann nachher mit der Crew in den größeren Schiffs, ist dann der Schatz immer noch da? Das weiß ich nicht, aber ich denke mal, es wird auf jeden Fall erstmal nicht schaden. Das stimmt. Klar ist mein Schatz eingesackt. Läuft bei uns. Vor allem, dass er so offensichtlich rumsteht halt. Naja, offensichtlich. Du musst ja erstmal auf die Insel gehen, ne? Das stimmt. So. Ich glaube, wir sind von hier oben, ja. Ich nehme mal die Knarre in die Hand hier. Wo habe ich denn jetzt? Warte mal, wie komme ich jetzt an meine Bananen ran? Gar nicht. Drück mal E. Gedrückt. Ja, aber da ist nichts. Da taucht nichts auf. Dann komm erst mal aufs Schiff. Ich komme erst mal aufs Schiff. Eigentlich ist es ja am Boot, glaube ich. Ne? Schiff ab zwei diensthabende Offiziere. Ja, okay. Wir haben ja nicht mal einen diensthabenden Offizier. Oder wie er sich die Schatztruhe dann erstmal schön auf den Rücken schnallt beim Leiter hochklettern. Echt jetzt? Ja. Cool. Wo stelle ich jetzt hier hin? Na, unter Deck, oder? Ja, kann ich jetzt einfach abstellen? Weiß ich nicht. Kannst du nicht? Nee. Dann behalt's in der Hand. Oder vielleicht hier unten, warte mal. Hier vielleicht, ach nee, das ist diese Grog-Geschichte. Kleidertruhe. Kosmetiktruhe. Ausrüstruhe. Kann ich irgendwas ablegen? Ich weiß es nicht. Aber ich würde schon mal kurz das Gefährt quasi in Fahrt bringen hier. Ich bin mir zwar nicht ganz so sicher, wo unsere Base jetzt war. Anker lichten. So, hoch damit. Ich kann nicht. Ich glaube, wir machen. Instrument kann ich auch nicht in die Hand nehmen. Also, das ist ganz komisch. Okay, na, ja. Alles wird gut. Steuerrad benutzen und jetzt erstmal hier hart nach links einschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, ne? Ich meine, wir sind ja immer noch grundsätzlich ein Segelboot. Wenn das jetzt hier gegen Wind geht, ist natürlich blöd. Das stimmt, das ist ja suboptimal. Ja. Aber, wir haben den Schatz, wir bringen den jetzt zurück. War eigentlich auf jeden Fall ganz cool für den ersten kleinen Ausritt. Auf jeden.
Ja, ich würde sagen, die zweite Folge, wo die Crew dann komplett ist, die findet dann beim Dicken statt. Den verlinke ich euch natürlich unten in der Beschreibung. Und ich hoffe, dieses kleine Game von uns, so, wo wir das ein bisschen vorstellen, hat euch gefallen. Also jetzt würde ich sagen, lasst doch einen Daumen nach oben da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und tschüss. Tschüss.